Lilo, heute mal wieder ein kleines Video von Linux Mint. Hier in der Version 16 Mate. Linux Mint gibt es mit verschiedensten Desktop-Umgebungen zum Herunterladen auf linuxmint.com. Ich habe die Version Linux Mint 16 Mate. Petra, die liebe Petra. Genommen. Gut. Petra, das basiert, glaube ich, da auf dem Wort Stein oder sowas. Rock, ja. Gut, sehr schön. Linux Mint 16, für diejenigen, die noch nie von Linux Mint gehört haben, ne, auch wenn es unwahrscheinlich ist, basiert auf den Paketquellen unter anderem von Debian bzw. Ubuntu 13.10 in anderem Kleid. Ne? Also das ist eigentlich das, ich sag mal, das bessere Ubuntu 13.10 für viele. Wie komme ich jetzt auf das Gedöns? Ne? Also wer jetzt noch nie Linux Mint gehört hat, stellt euch vor, ihr hättet Windows 8, ihr werdet mit der Desktop-Oberfläche nicht zufrieden und einer würde das dann Windows Mint nennen und würde die Desktop-Oberfläche von Windows XP drüber machen, ja. Also die aktuellen, aktuellen Treiber und so weiter weiter nutzen, also die aktuellen Features. Ich mach mal hier aktuelles Kernel hier unter Linux. Und aber die Benutzeroberfläche so, wie man es vielleicht von früher gewohnt ist, dass man sich gar nicht so umdenken muss. Ne? Also wer einmal Windows XP hatte, kennt sich sofort aus. Und hier ist es quasi genauso. Wer schon mal Ubuntu aus dem Jahr 2009, 9.10 hatte, der kommt sofort mit dem Linux Mint Petra zurecht, was ein Ubuntu 13.10 eigentlich ist, aber mit der Desktop-Oberfläche von einem Ubuntu, das eher aussieht wie ein Ubuntu 9.10. Und damit kommen halt viele gut zurecht, ne? Genauso wie viele halt, mit Windows XP besser zurechtkommen als mit Windows 8. Aber Windows XP nutzen wir nicht mehr. Warum nicht? Weil, ist nicht mehr aktuell, nicht mehr sicher und viele Sachen, die damals unter Windows XP gehen, gehen heute nicht mehr, weil man bräuchte was Aktuelleres, ne? Ja, was weiß ich, DirectX und so weiter hat sich weiterentwickelt. So ähnlich ist das hier mit dem Linux Mint. Ne? Hat natürlich mit Windows nichts zu tun. Nur, dass ihr mal ungefähr wisst, was hier ist. Ne? Viele wünschen sich so eine Benutzeroberfläche für Ubuntu anstelle des Unity, Dash und Starter und die Sachen, die mit der Zeit reingekommen sind. Und das hat man hier gemacht. Ne? Eigenschaften, ne? Auch die guten alten Panels zum Beispiel, ne? Früher hieß es GNOME-Panel, jetzt hat man seine eigene Version gemacht. Ja, also wie gesagt, so ähnlich, ne, als hätte man über ein Windows 8 einen Windows XP Desktop gemacht und die Leute, die Windows XP nutzen wollen, würden sich freuen. Und so freuen sich die Linux-User, die gerne ein Ubuntu haben, das so funktioniert wie früher, ne, mit diesen Themeneinstellungen, die man so früher so hatte. Und die finden sich sofort zurecht, ne, und freuen sich den Wolf runter, ne. Alles, was man von früher kannte, geht jetzt und zusätzlich natürlich alle neuen Features. So weiter. Ne? Mit dem Mate Desktop. Hier waren es ja mal 4. Synaptic-Paketverwaltung ist sofort mit dabei. Compiz hat man mit drin. Ne? Compiz, ne? Kann man schon gucken, was hat man da drin. Plugins Default. Compiz Settings Manager könnte ich mir zusätzlich installieren. Plugins extra, ne? Man merkt schon an dem Namen Plugins extra, früher hieß es ein bisschen anders, dass es eigentlich ein Ubuntu 13.10 ist, ne? Einstellung, ja. Zumindest diejenigen, die sich so ein bisschen mit Linux auskennen, mit Ubuntu und so weiter, ne? Sieht man auch, dass auf Saucy Salamander von Ubuntu basiert, ne? Und zumindest auf die Paketquellen zugreift, unter anderem, ne? Seine eigenen und, ja, von Saucy Salamander, was nichts anderes ist als Ubuntu 13.10. Man hat also ein aktuelles Betriebssystem, aber mit einem vertrauten Desktop, so wie früher, und das wünschen sich halt viele. Und deshalb kommt man eigentlich sofort schmerzfrei hiermit klar. Ne? Zum Beispiel in der Systemüberwachung gibt es noch diese Registerkarte, die man heute vielleicht gar nicht mehr so hat. Ne? War früher hier, da stand immer GNOME, ne? Und jetzt heißt es halt Mate, ne? Vom Linux Mint halt. Da sieht man nochmal so eine Übersicht, ne? Und die ist irgendwann mal weggefallen. Man hat eigentlich unter der Ubuntu nur noch diese Registerkarten, diese drei Stück. Ne? Und die erste zum Beispiel, daran erkennt man es, ist dann irgendwann weggefallen. Ne? Gut, ne? Sieht man daran zum Beispiel. Sehr schön. Funktioniert alles prima, ne?
Kontrollzentrum gibt's und natürlich gibt's noch mehr, ne? Also mehr als früher. Man hat also jetzt nicht mit Gewalt versucht, ein Ubuntu 9.10 herzustellen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Das ist jetzt nicht die Version, aber von der Benutzeroberfläche, sondern man hat auch die neuen Möglichkeiten mit eingebaut, die ein aktuelles Linux-System so bringt und noch viel mehr. Zum Beispiel kann man hier direkt die Startprogramme erreichen, ne? Kann man hier ein-, ausschalten. Wunderbar. Man hat hier zum Beispiel, da gibt es auch noch mehr, zum Beispiel Disks erreicht man hier direkt. Und man sieht, es ist die aktuelle Festplattenverwaltung, also nicht wie früher. Man nutzt das, was besser geworden ist, gerne, ja. Aber im alten Kleid, sage ich jetzt mal, das ist sehr schön gelungen. Eine Synaptik erreicht man direkt hier. Man sieht hier einige Sachen, die in einer Ubuntu-Version nicht mehr drin sind. Zum Beispiel Benutzer und Gruppen. Gruppen verwalten, ne? Ja, macht das mal unter Ubuntu 13.10 oder neuer, ne? Ist nicht mehr, ne? Also so VBox-Users mal eben hinzufügen, Gruppe anlegen, ist nicht mehr unter den aktuellen Ubuntu-Versionen und das vermissen halt einige schmerzhaft, ne? Pop-up-Benachrichtigungen abschalten, ne? Wenn so Systembenachrichtigungen kommen und die nerven dann manchmal, Achtung, hier ist ein Laufwerk eingelegt worden, das kann man hier abschalten, das heißt hier, Koko, ja, guckst du. Internetadressen sperren habe ich auch noch nicht gesehen. Gut. Immer wieder das Passwort eingegeben. Gut. So eine Art kleine Mini-Firewall, wo man dann halt, wie man es normalerweise auch im Router machen könnte, bestimmte Internetseiten sperren könnte. Angenommen, die Kinder sollen nicht auf Facebook gehen, könnte man es da sperren. Gut. Kann man natürlich auch im Router und anderweitig, aber hat man da. Ne? Gut, Dienste. Auch so, ne? Auch so Richtung Startprogramme, welche Dienste standardmäßig startet sind, kann man hier kurz mal eben abschalten. Sehr nett gemacht. Aktualisieren. Hier habe ich auch, ich habe hier proprietäre Grafikkarteneinstellungen gemacht. Ne? Geht immer einen Hauch schneller, ne? Genauso wie unter einem normalen Ubuntu kann man eine Treiberverwaltung sich aussuchen. Gut, hier muss ich immer wieder, der merkt sich nicht das Passwort. Ne? Gut. Wie man das abschaltet, habe ich schon mal gezeigt. Ist aber nicht schlimm, ist ja eigentlich auch sicherheitstechnisch richtig, ne? War standardmäßig auf Nvidia Nuvo Treiber, habe ich dann hier. Und dann erscheint die X-Server Settings direkt hier, kann ich direkt vom Kontrollzentrum aus starten. Nett. Gut gemacht. Was haben wir noch? Fenster, Fenstereinstellungen. Hier kann ich nochmal den Window Manager einstellen, Compositing, Win oder CCSM, also quasi Compis kann ich hier nochmal zusätzlich anklicken, was das uns bringt oder nicht. Sei dahingestellt, vielleicht muss man das separat einschalten, falls man mal eine Cube nutzen will und wie auch immer. Müsste man mal testen. Persönliche Angaben kann man sich nochmal selber, ne, sein Passwort ändern, hat man nochmal die Möglichkeit, das Bildchen zu ändern, eigentlich sehr schön gemacht. Gut, das wird man auch so einfach nicht mehr in den aktuellen Ubuntu-Versionen finden. Früher gab es das immer, ne? Da hat man hier für dieses Startmenü, ne? Da erschien quasi genau das, was da so ist. Und dieses Hauptmenü lässt sich hier nochmal persönlich anpassen. Das ging auch früher und das hat man jetzt wieder. Und da gibt es noch neue Sachen, Upload-Manager für was auch immer. Ich weiß es gar nicht, es kommen neue Sachen rein, finde ich gut. Ne? Ja, Zeit und Datum, Einstellung, sehr schön alles gemacht. Bevorzugte Anwendung kann ich hier einschalten. Multimedia, System, Barrierefreiheit. Ja, gut, gibt es unter den aktuellen Ubuntu-Versionen auch. Aber hier ist es halt direkt im Kontrollzentrum integriert. Ist eingängig, ja, Backup machen, Sicherungsdateien machen, ne? Gut. Backup und so weiter gibt es auch unter den aktuellen Ubuntu-Versionen. Aber hier ist es alles schön mal zusammengefasst. Pfiffig gemacht. Hier oben kann man auch nach was suchen, wenn man nicht genau weiß, wo was ist, ne? Oder Bildschirmschoner zum Beispiel. Wann habt ihr das letzte Mal einen Bildschirmschoner unter Ubuntu eingestellt? Ne? Schwebende Füße sind, kommt nicht das Gnome, ja, diese Gnome-Füße, ne? Gnome heißt es, glaube ich, eigentlich richtig. Ich habe letztens nachgefragt. Sondern stattdessen so ein Mint-Dingenskirchens, ne? Also, man kann hier also auch seine Bildschirmschoner mal wieder aktivieren, die man schon längst vergessen hatte, dass man die früher doch mal so hatte. Verwaltung von Dateien, dass man zum Beispiel Verhalten
einen Löschbefehl bereitstellen, der den Müll umgeht, ne, dass man direkt was löschen kann, was löschen will, persönliche Ordner. Man sieht hier auch, also Rechtsklick, ne, löschen, ne. Sonst gab es ja nur noch in den Müll verschieben, kann man ja auch heute noch in Nautilus einstellen, der jetzt Files heißt, und hier für Info sieht man, das basiert auf Nautilus bis 2009 eigentlich, und dann hat man es dann wohl für sich selbst ein bisschen angepasst, ne? Heißt jetzt Kaya, ist ja wurscht, wie es heißt. Hauptsache die Benutzeroberfläche ist pfiffig und sie ist richtig pfiffig gemacht. Ne? Hier kann man hier mal eben ranzoomen, raussuchen, wie man es auch vom KDE kennt. Die haben da so einen kleinen Schieberegler. Hier kann man es mit Plus, Minus, wunderbar. Oder umschalten von Eingabe eines direkten Pfades. Angenommen, ich will direkt ins Root-Verzeichnis und drücke Enter, bin ich in Root. Oder ich wechsle es halt wie gewohnt, mal eben, ne? Oder hier über die Seitenansicht hier, sage ich jetzt mal. So, wunderbar. Ne? Auch die Symbole gefallen mir sehr gut gelungen. Optisch prima gemacht. Das Ding gibt keine Rätsel auf. Die Schließen-Buttons sind, was viele sowieso gerne möchten, Umsteiger von Windows, auf der rechten Seite per Standard und nicht links. Gut, man hat noch, man hat nicht dieses Verschwinden dieser Menüzeile oben im Panel, wie bei den aktuellen Ubuntu-Versionen. Ne? Jedes Fenster hat noch seine eigene Menüzeile. Sehr schön, aber wie gesagt, man kann sich seine eigene Panels nochmal anlegen, hat man ein zusätzliches Panel, da kann man was hinzufügen, so wie früher, ne? So wie man das mal gelernt hat. Ne? Die guten alten Augen hinzufügen, und man sollte dann irgendwo mal die Augen sehen, da sind sie doch, ne? Augen. Oder hier den Netzwerkmonitor, Systemmonitor hinzufügen, ne? Sieht man da, ne? Kann man machen. Wörterbuchsuche, Fisch hinzufügen, ne? Manche Dinge sind sinnvoll, manche weniger. Aber man kann es wieder, ne? Kann es wieder, ne? Abmelden, hinzufügen, ne? Dann schließen, Ding. Wunderbar, ne? Wunderbar. Verschieben, kann ich die Augen verschieben, mal eben nach da. Macht das mal im aktuellen Ubuntu. Das wird euch nicht so ganz gelingen. Einstellungen des Netzwerkmonitors kann man da auch noch einstellen, was man da alles sehen will, zum Beispiel, ne? Wie früher. Viele kennen das heute gar nicht mehr, die das alte Ubuntu-System gar nicht kennen, ne? Oder die Größe mal eben ändern. Versucht mal das obere Panel von Ubuntu 13.10 in der Größe zu ändern. Da werdet ihr euren Spaß haben. Na, wird euch nicht so einfach gelingen. Gut. Finde ich sehr gut, ne? Also viele wollen das wieder so. Panel kann man auch wieder entfernen, löschen, okay. Kann man also wieder anpassen, so wie man es von früher gewohnt ist, sehr schön. Bildschirme, Auflösung, anpassen, schließen. Wie gesagt, Hintergrund oder mal eben Dokumenten, leere Datei anlegen, Starter anlegen. Ne? Versucht mal unter Ubuntu einen Starter anzulegen, es wird euch nicht so gelingen. Ne? Jedenfalls nicht so einfach, das geht mittlerweile nur über Umwege, ne? Über Startprogramme vielleicht noch. Ne? Da kann man auf dem Desktop einen Starter anlegen für irgendwas. Ne? Gut, jetzt heißen die Programme teilweise ein bisschen anders, Hilfe, Info. Das heißt nicht Gnome-Terminal, sondern Mate-Terminal. Gut, Mate ja nichts, macht ja nichts, ne? Spielt keine Rolle, lässt sich halt genauso identisch bedienen wie früher auch, ne? Also wie das Gnome-Panel, jetzt heißt es halt Mate-Panel. Das wollen halt viele bearbeiten, Profileinstellungen, ne? Gut, das kann man unter Ubuntu immer noch. Rollbalken, Hintergrundtyp, ne? Zurückrollen, Hintergrundtyp, Transparenz, das geht bei jeder Ubuntu-Version, aber wie gesagt, richtig schön nett gemacht, wie früher. Finde ich gut. Viele wollen halt auch die Themen wieder, ne? Seine Desktop-Themen, die man hier anpassen konnte früher, kann man hier wieder, ne? Zum Beispiel Redmond ist so ein bisschen wie, dann sieht es so ein bisschen aus wie Windows, XP oder so, ne? Oder Windows ME, eher gesagt. Gut, muss man nicht haben, kann man, aber dann sieht so ein bisschen eckiger alles aus, ne? Die Buttons anpassen. Fensterrahmen kann man auch, so ähnlich wie Windows ME, ne? Hier heißt es sogar so, ne? So ein bisschen Windows-mäßig einstellen, konnte man früher ganz einfach, genauso wie jetzt, mal eben umstellen. Weitere Themen online erhalten, hier ist der Link,
Effekt, ne? Also da kann Linux Mint aber nichts vor. Früher war es unter Art Gnome Org Themes, wo man die alten Brocken wieder herkriegt, habe ich auch schon mal gezeigt, geht aber immer noch, ne? Oder wenn man irgendeine Themendatei hat, Themenpakete, kann man die wieder installieren. Wollen halt viele, ne? Oder mal eben die Schriftgröße ändern, für in Anwendung ein bisschen größer machen, kein Problem, okay. Sind die halt ein bisschen größer, kann man wenigstens was lesen. Gut, finde ich sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Was man halt so im Moment so teilweise nicht hat, ist zum Beispiel hier, gibt es keine Auswahl für Google, ne? Die sind irgendwie ein bisschen mit Yahoo verbandelt. Gut, kann man mal gucken, ob das schadet oder nicht. Ich sehe es jetzt noch nicht ganz so tragisch an, weil egal ob Yahoo oder Google, alle Amerika, ne, ist jetzt sicherheitstechnisch eigentlich Schnurz. Was habe ich noch gemacht? Gut, hier Record My Desktop bringt keine Fehlermeldung, ne? Wunderbar. Ja, unter den aktuellen Ubuntu-Versionen habe ich da irgendwie was immer, ein bestimmter Key ist nicht aktiviert, seht ihr vielleicht manchmal in meinen Videos. Hier habe ich die Fehlermeldung nicht, funktioniert alles schmerzfrei, ne? Record My Desktop, wunderbar. Weil ich mal geguckt habe, ich habe mal geguckt, Linux Mint, com. Wo liegt denn das dann eigentlich, auf welchem Server? War mir nicht so ganz eingängig, wo die wirklich hosten, aber ich denke, die wechseln auch, je nachdem, wer ihnen kostenlos einen Server bereitstellt, ne? Linux Mint. Gut, ja, könnt ihr mal nochmal im Detail gucken, aber insgesamt sehr schön gelungen. Hier sieht man auch sofort so eine Übersicht, so ähnlich, ne, wie man es vielleicht von Windows gewohnt wäre. Ja, wenn man da auf Computer geht, sieht man sofort seine Festplatten. Hier sieht man entsprechend genauso. Ist alles recht nett gemacht und kann sich so angepasst werden, wie man es von früher noch gewohnt war, ne? Anderen Hintergrund, sind auch schöne Hintergrundbildchen dabei, ne? Mal so eben, ne? Das könnte fast von mir sein, ne? Wie im Urlaub. Thema. Mint X mal eben wieder umstellen. Ne? Sieht's wieder mintig aus. Hintergrund. Sehr schöne Geschichte. Kann ich nur empfehlen im Moment, ne? Ich sehe jetzt im Moment nichts, was nicht gehen würde. Wie gesagt, aktuelles Ubuntu-System. Aber im Client dank Linux Mint eines älteren Ubuntu-Systems und damit kommt man halt sehr viel schneller zurecht als mit aktuellen Ubuntu-Versionen, wo viele sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Na, was mache ich denn jetzt damit? Na, gefällt einigen nicht. Gut, sehr zu empfehlen. Ausprobieren, testen, funktioniert. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Ich drücke jetzt STRG C und tschüss. Tschüss, Marco.